Ich habe heute 3 Punkte und ein Buch. Der erste Punkt, ich möchte Birgit von Stralsund Danke sagen, dass Sie begonnen haben, das hier zu organisieren. Und ich möchte Ihnen und Euch Danke sagen, dass ihr gekämpft habt, auf die Straße gegangen seid, von Anfang an und gesagt habt, das kann so nicht weitergehen. Und ich sehe es ein bisschen anders an der Stelle als Thomas. Es hat was bewirkt. Das Thema mit dem Energiedeckel zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das durchgekommen wäre ohne den Druck von der Straße. Und dasselbe gilt für die Gasumlage. Im Besten, niemals hätte sich das angepasst und wäre in der Diskussion, dass das wegkommt und wäre weggekommen, ohne den Druck auf der Straße. Und das muss man tatsächlich mal sagen, dann hat die Ministerpräsidentin erlebt, nicht nur wie es hier ist, sondern wie es Neubrandenburg ist. Andere haben das auch erlebt. Und dann sind die da hingegangen zu ihren eigenen Leuten und haben gesagt, das können wir so nicht weitermachen. Und dann ist was passiert. Vielleicht zu wenig, aber es ist was passiert. Und deswegen sage ich euch vor allem Danke, weil das ist das, was ihr erreicht habt. Der zweite Punkt. Wir haben ja jetzt viel gelernt, dass nun endlich die Energiewende kommen muss und dass man jetzt investieren muss in erneuerbare Energien. Und ich kann mich noch erinnern, als in Stralsund, in Wismar und in Rostock keine Kreuzfahrtschiffe mehr gebaut werden sollten und konnten, dass Herr Habeck da war und gesagt hat, ja, das ist aber auch alles nicht so schlimm, weil es kommt ja die Energiewende und dann passiert da richtig was. Wisst ihr, was passiert ist in Rostock bislang zum Thema erneuerbare Energien auf der Werft? Nichts. Wisst ihr, was passiert ist in Wismar zu dem Thema erneuerbaren Energien auf der Werft? Nichts. In Stralsund ist ein bisschen was passiert, was anläuft, aber es hat nichts mit der Bundesregierung zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass das, was man ankündigt, was die Grünen selber bei ihren Parteitagen von sich selbst verlangen, dass man mit der Energiewende mal anfängt und Industriepolitik macht und das im eigenen Land beginnt. Wir haben 3 Standorte von Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Was passiert dort in Richtung Energiewende? Fangt an, Industriepolitik in Berlin zu machen und hört auf zu warten, bis irgendwo in Fernost irgendwas produziert wird. Und das dritte und wichtigste ist heute schon angedeutet und auch deutlich gesagt worden: Ohne Frieden ist wirklich alles nichts. Und es bedarf wirklich einer großen Kraftanstrengung von allen. Von allen dafür zu sorgen, dass man an den Tisch kommt und Lösungen anbietet, wie man zufrieden zurückkehrt. Und es reicht nicht, wenn die Rhetorik auf jeden Seiten jeden Tag größer wird und die Gefahr zu einem Weltkrieg immer größer wird. Ich weiß nicht, wenn Medienvertreter, die von weiter weg kommen, jetzt den Vorschlag hören, dass man sagt, morgen in der Stralsunder Bürgerschaft könnte es so eine Idee geben, will ich Herrn Mayer auch nochmal vielen Dank sagen, dann hat man das 1370 wahrscheinlich auch gedacht, dass man das nicht schaffen kann. Aber 1370 hat man es in Stralsund geschafft, dass der Stralsunder Frieden hier entstanden ist. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir ganz einfach, dass alle die Kraft haben, sich zusammenzusetzen und alles dafür zu tun, zu Frieden zurückzukehren. Vielen Dank. Es ist nur ein Roman. Es ist nur ein Roman von Klaus Bock, ein Stralsunder, der vor 3,5 Jahren ein Buch geschrieben hat. Das heißt Pipeline und beschreibt die Zerstörung von Nord Stream. Also, es ist nur ein Buch,
Aber trotzdem auf alle Fälle lesenswert. Schaut euch an, was der Stralsunder da aufgeschrieben hat. Vielen Dank.